Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen super starken Kleber für euch, und zwar vom Hersteller HG Power Glue. Das ist diese Schweißnaht aus der Flasche, und diese wollte ich gerne mit euch hier kurz ausprobieren. Dafür habe ich hier auch so ein paar Kunststoffteilchen, die man als Test hier anwenden kann und ausprobieren kann. Ich würde sagen, wir fangen sofort damit an, direkt nach dem Intro. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es kommt hier in der kleinen Verpackung. Es gibt da verschiedene Größen beim Hersteller. Ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr euch das mal genau anschauen. Es gibt noch ein paar andere Mittel, die man verwenden kann, bei besonders schweren Klebeflächen und Materialien, damit es dann auf jeden Fall auch bombenfest sitzt. Wir haben hier einmal, wie ihr auch schon sehen könnt, hier drin den Granulat und hier einmal den Kleber selber. Und ich werde euch auf jeden Fall gleich zeigen, wie das hier funktioniert. Schauen wir uns nochmal hier die Verpackung an. Ihr seht hier bombenfeste Verklebung bei Kunststoff, für Metall, Glas, Holz, Gummi, Stein, Porzellan und viel mehr. Und das Ganze wird versprochen bis zu 600% mehr Klebekraft als andere Kleber. Perfekt geeignet für Freizeit, Industrie, Haushalt und Werkstätten. Und ich kann wirklich sagen, das Zeug ist wirklich super stark, kann super schnell verwendet werden und ihr könnt damit wirklich viele Sachen reparieren. Hier sehen wir auch nochmal hier Hitze- und Kältebeständig, plus 115 Grad bis minus 45 Grad. Dann chemikalienresistent, mechanisch bearbeitbar und überlackierbar. Bearbeitbar, das heißt, ihr könnt das feilen, wenn ihr zum Beispiel hier eine Ecke habt, die abgebrochen ist, und ihr macht einfach mit dem Kleber diese Ecke nach und könnt diese dann hier nochmal gerade schleifen und danach noch überlackieren. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Und ja, bevor wir zu viel weiter quatschen, fangen wir einfach mal an, schauen wir mal, was hier drin ist. Wir haben hier diese zwei Fläschchen, wie gesagt, einmal hier das Granulat und hier auch den Kleber selber. Natürlich haben wir hier auch noch eine Bedienungsanleitung drin, die holen wir auch noch raus. Noch eine und noch ein Kärtchen. Hier nochmal so ein Service Card. Falls ihr irgendwelche Probleme habt oder so, könnt ihr euch an die wenden. Schauen wir mal, ist das hier auf Deutsch, Englisch? Die Bedienungsanleitung ist auf jeden Fall mit allen ausführlichen Informationen, die man so braucht. Das ist jetzt hier auf Italienisch und Französisch. Haben wir aber natürlich auch hier auf Deutsch nochmal. So, das ist jetzt hier auf Deutsch. Hier wird euch alles erklärt, was ihr beachten müsst, für was ihr es verwenden könnt. Und ja, ist auf jeden Fall auch noch bebildert. Und mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Das ist wirklich alles Wichtige mit dabei. Man sollte vielleicht aufpassen mit Handschuhen und vielleicht mit der Schutzbrille, denn es entstehen hier bei der Verbindung der beiden Komponenten Dämpfe, also etwas Rauch steigt auf und es wird auch warm. Ich werde versuchen, ein bisschen aufzupassen, damit ich da nicht unbedingt mit meinen Händen drauf komme. Und ja, wir werden es einfach mal jetzt hier versuchen. Wichtig ist jetzt hier auf jeden Fall, dass man das Material, was man nimmt, auch vielleicht vorher bearbeitet. Es muss fettfrei sein, staubfrei natürlich und so weiter. Deswegen, ich bearbeite hier mal kurz die Flächen, da wo ich das bekleben möchte, damit es dann natürlich noch etwas besser hält hier. Das Ganze mache ich mit dem anderen auch hier. Denn desto sauberer eure Flächen sind und auch vorgearbeitet, sage ich mal, ist auf jeden Fall für die Klebestärke auch ausschlaggebend natürlich. Was ich jetzt hier versuche ist, ich lasse hier einen kleinen Spalt offen, wie ihr sehen könnt, machen wir das mal weiter rüber und sprühe hier dann einfach mal den Granulat rein. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich zoome auch noch ein bisschen ran hier.
Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Dann gehen wir noch ein bisschen hoch. Und jetzt lassen wir hier einen kleinen Spalt offen, da wir diese Gegenstände hier miteinander als Test einfach mal verbinden möchten. So, machen wir die Fläschchen auf. Versuchen, dass wir da jetzt etwas drauf rieseln. Ihr seht schon hier das Pulver, das kommt hier heraus. Und wenn ihr da jetzt schon eine kleine Menge drauf habt, kommt jetzt noch hier der Kleber, der das Ganze dann erst zum Wirken bringt. Hoppla, das war jetzt hier falsch. Ich habe jetzt hier den ganzen Kleber aufgemacht. Moment. Noch ein kurzer Hinweis, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, und zwar ich habe hier den gelben Deckel mit dem roten hier zusammen gemacht. Ihr müsst aufpassen, den gelben Deckel zum gelben Schriftzug hier, das seht ihr auch, und den roten hier zum roten. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum ich das Ganze hier aufgemacht habe und hier die Flüssigkeit dann aus dem dicken Ding kommt. Hier aber aus den kleinen, damit man das auch richtig dosieren kann. Jetzt machen wir das einmal hier, probieren es einmal. Einfach da drauf tröffeln. Und gleich als nächstes können wir noch eine Schicht von dem Granulat reinmachen. Moment, jetzt habe ich das Richtige einmal. Und das treffen wir einfach so drauf. Genauso wie auch hier diese Flüssigkeit nochmal, diesen Kleber. Genau so. Und das Ganze könnt ihr natürlich ein paar Mal wiederholen, wenn ihr möchtet. Es kommt darauf an, natürlich, wie groß dieser Spalt hier zwischen den ganzen ist. So. Und dann mache ich hier nochmal ein paar Tröpfchen drauf. So. Ich habe hier unten drunter Backpapier genommen, das steht auch als Tipp oder habe ich als Tipp im Internet gefunden, damit man das Ganze dann auch hier wieder lösen kann. Jetzt schauen wir mal, das Ganze ist eigentlich schon zusammen verklebt. Ihr seht auch hier, die Schweißnaht ist komplett durch, der Kleber. Und man kann hier natürlich je nachdem noch ein bisschen warten, aber es geht auch recht schnell. Ihr könnt auch sehen, ich zoome nochmal hier raus, damit ihr seht, hoppala, ja. Das soll eigentlich nicht passieren. So, ist leider abgerissen. Soll natürlich nicht passieren, werde das aber natürlich hier aus dem Video nicht rausschneiden. Es kann einfach passieren. Deswegen probieren wir es einfach nochmal. Dann machen wir einfach hier vielleicht ein bisschen kleiner den Abstand und versuchen es einfach noch ein bisschen besser hinzukriegen. Tue ich hier nochmal das Granulat rein. So, und jetzt nehmen wir noch mal den Kleber. Zack, das war ein bisschen daneben. Ist ein bisschen blöd, wenn man durch die Kamera hier schauen muss. Dann kann man sich nicht mehr so gut orientieren. So, jetzt machen wir da noch mal den Pulver rein. Oder das Pulver. Und das wird hier auch direkt sofort bearbeitet von dem Kleber. Zoomen wir mal ein bisschen ran hier und tun jetzt hier auch noch mal ein bisschen Kleber drüber. Die Schweißnaht selber, die wird auch leicht warm, also durch diese chemische Reaktion von beiden Mitteln. Und wie gesagt, auch kurz warten, nicht direkt mit dem Finger drauf gehen. Ich würde sagen, wir tun hier noch mal ein bisschen Pulver drauf. Denn es ist recht viel Kleber drauf. Und man bedenke auch eigentlich,
wie viel man Geld einsparen kann, wenn man einige Sachen selber hier zu Hause reparieren kann, ohne gleich ein Neuteil zu kaufen, da lohnt sich auf jeden Fall so eine Investition. Und ist auf jeden Fall super praktisch. Und man kann wirklich sehr viel damit machen. Was man vielleicht noch machen kann, wenn ihr es gelöst habt, vielleicht noch von der anderen Seite. Auch nochmal. Das haben wir vorher nicht gemacht. Wäre aber vielleicht ratsam, das auch zu machen. Man kann ja die Schweißnaht danach immer noch bearbeiten. Ihr seht, wie schnell das hier auch einzieht und einwirkt. Ich mache jetzt die Fläschchen natürlich auch wieder zumachen, Leute, damit nicht versehentlich irgendwas verloren geht. Und natürlich solltet ihr das Zeug von Kids und so weiter entfernt abstellen. Ich kriege jetzt hier nochmal ein bisschen Pulver drauf, weil ich sehe, das ist schon sehr viel Flüssigkeit. Kann man hier noch ein bisschen mit Pulver auffüllen, damit es diese chemische Reaktion gibt und das Ganze hier dann auch dadurch fester wird. Braucht euch keine Sorgen machen, es ist, wenn man hier ein bisschen was daneben kommt, kann man das natürlich alles auch wieder einsammeln und auch wieder in das Fläschchen einfüllen. So, ich würde sagen, wir lassen das jetzt ein bisschen hier einwirken. Ihr seht auch hier, wie komplett das hier überall durch ist. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, auch bearbeiten, schleifen und am Schluss sogar noch lackieren. Ich möchte jetzt hier noch nicht gleich sehr viel beanspruchen. Ich würde sagen, wir probieren vielleicht einfach noch mal was. Und zwar, was machen wir jetzt hier? Ja, machen wir das einfach mal hier so auf dem Klotz. So, kurz hier die Fläche anbauen. So, legen wir es auch wieder hin. Dann nehmen wir uns die andere Seite, die vorhin hier leider nicht geklappt hat. Aber so ist es immer. Wenn man was zeigen möchte, klappt das vielleicht nicht auf Anhieb. Dann machen wir das einfach hier nochmal mit dem Kleber. So, jetzt bereite ich das erstmal vor, indem ich das sauber mache, weil ich kann es später nicht mit einer Hand so leicht machen. Jetzt habe ich das schon wieder. Ne, verwechselt habe ich es nicht, aber ich habe die falsche Kappe aufgemacht. Die müsste ich hier oben aufmachen. Und ich stelle es jetzt einfach mal hier so auf die Platte drauf und gebe hier einfach mal unser Pulver hin. Und danach noch den Kleber. Danach noch mal ein bisschen Granulat. Kann sein, dass ich mir jetzt hier selber zugemacht habe. Muss ich gleich aufschneiden. Auf jeden Fall hält das hier schon mal. So, ich habe die Öffnung so ein bisschen aufgemacht. Sollte jetzt eigentlich gehen. So, das Ganze mache ich jetzt auch hier von der anderen Seite. Da ist das Granulat, dann nochmal den Kleber drauf. Und dann machen wir hier nochmal reichlich Granulat drauf. So, wir wollen ja auch, dass es hält. So, das könnt ihr wie gesagt noch ein paar Mal wiederholen. Wäre vielleicht auch etwas besser gewesen, wenn ich es so gehalten hätte und dann schräg drauf gemacht hätte. Aber es geht auch so, ihr seht. Den Rest könnt ihr einfach hier so runterklopfen. Und schauen wir uns auf jeden Fall erst einmal hier das hier an. Wir haben es ja jetzt hier ein paar Minuten einwirken lassen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen was aushält, aber ihr seht schon, man kann hier biegen. Und es hält auf jeden Fall. Ihr seht auch, dass es sogar einen sehr weiten Grad hier an Härte gewonnen hat, also bis hier und dann biegt es sich.
Brechen wir das einfach mal ab. Leichter gesagt als getan. Aber ihr seht, wenn ihr ein bisschen wartet, das vorher war einfach viel zu schnell. Und das bricht einfach nicht. Das hat hier, wie gesagt, eine größere Härte noch neben dran bekommen, dass es einfach nicht abbricht. Aber ihr könnt zum Beispiel an einer anderen Stelle probieren. Die bricht eher ab als Ding. Und hier seht ihr auch nochmal, es ist hier an den Seiten abgebrochen, aber nicht an der Schweißnaht selber. Und das ist schon mal wirklich richtig krass, wie ich finde. Und normal könnt ihr das auch 24 Stunden wirken lassen, das Ganze, damit es auf jeden Fall noch eine bessere Festigkeit erreicht. So, schauen wir uns mal das hier nochmal an. Wir haben jetzt hier von beiden Seiten was drauf gemacht. Jetzt haben wir auch nicht lange gewartet, aber ihr seht hier auch schon die Belastung hier nach unten. Bei anderen würde das auf jeden Fall schon längst abbrechen. Aber hier hält es. Das ist wirklich klasse. Ihr könnt damit wirklich so viele Sachen reparieren. Hoppala. Oh, jetzt ist auch die Kamera runtergefallen. Macht nichts, kein Problem. Aber ihr habt gesehen, wie viel Kraft ihr dafür benötigt, um das überhaupt wieder rauszubekommen. Also durch Zug werdet ihr auf jeden Fall kein Problem haben. Aber ihr habt gesehen, auch durch Belastung, durchs Biegen und so weiter passiert auch nichts. Und ihr habt ja gesehen an dem Beispiel, wie hier das Stück abgebrochen ist, aber die Schweißnaht komplett heil geblieben ist. Kann man das sehen? Ihr seht, hier haben wir diesen kleinen Abstand gehabt. Hier haben wir die Schweißnaht reingemacht. Und das Ganze ist einfach nebendran abgebrochen. Das ist schon wirklich richtig, richtig krass. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr vielseitig einsetzbar und von mir gibt es auf jeden Fall dafür eine Empfehlung für den Kleber. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich beim nächsten Mal auch wieder kaufe, falls ich es wieder benötige für kleine Reparaturen zu Hause. Und da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Jeder Sekundenkleber, der hält auf keinen Fall. Also ich habe das öfter probiert, das ist tausendmal gerissen. Am Schluss habe ich die Dinger, die ich reparieren wollte, wieder gekauft. Das denke ich, wird hier auf jeden Fall nicht nötig sein. Ja, Leute, ich werde euch das auf jeden Fall nochmal verlinken in der Beschreibung. Schaut es euch an, probiert es aus und ihr werdet wirklich nicht enttäuscht sein. Der Kleber ist wirklich der Hammer, er hält wirklich, was er verspricht. Und das ist auch sehr wichtig. Danke nochmal fürs Zusehen, Leute, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.